diesem Video versuche ich, Ihnen das O als die zwischen Licht und Schwerekräften vermittelnde Kraft näher zu bringen, als urmenschliche Kraft. Versuchen Sie von den Füßen her so etwas wie ein Dreieck aus Licht aufzubauen, indem Sie mit den Händen links und rechts nach oben streichen, das mit dem Gefühl begleiten, bis Sie das Gefühl haben, jetzt stehe ich in einem Dreieck aus Licht. Wenn Sie diese Empfindung mit dem Körpergefühl verstärken, werden Sie sich ziemlich leicht, beweglich, labil, aber auch getragen fühlen. Wenn Sie dabei sich selber den Körper noch spüren, werden Sie trotzdem eine gute Verbindung zum Boden behalten. Stellen Sie sich jetzt breitbeinig hin. Greifen Sie mit den Händen über den Kopf, als wäre da die Spitze einer Pyramide. Und fahren Sie langsam mit den Händen dieser Pyramide entlang, links und rechts nach unten. Und lassen Sie dabei das Gefühl von Schwere entstehen. Strahlen Sie durch die Hände noch bis in die Erde hinein und folgen dem mit dem ganzen Körpergefühl. Wenn Sie es wiederholen, achten Sie darauf, dass Sie nicht unwillkürlich irgendwo festhalten, im Kopf, im Kehlkopf, im Zwerchfell, im Beckenboden, sondern dass Sie diese Bereiche lösen. Der Kopf wird schwer und drückt auf den Hals. Der Hals sinkt runter in den Brustkorb. Der Brustkorb lässt sich hinab durchs Zwerchfell, sodass der Bauch fast rausquillt. Der Beckenboden lässt los. Die Knie sind nicht verriegelt. Die Fußsohlen. Wahrscheinlich wird es sich dann ziemlich schwer, aber auf eine bestimmte Art auch stabil und bodenständig fühlen. Unter Umständen können Sie in dieser Stellung im Schweredreieck spüren, wie innerlich ein geheimnisvolles silbernes Schimmern wie Silberfäden auftritt, das den Körper doch noch von innen her trägt, sodass er, obwohl Sie sich schwer mit dem Boden verbunden fühlen, dafür sorgt, dass Sie doch nicht zusammensinken, sondern sich getragen und stabil fühlen. Stellen Sie sich die beiden Dreiecke einmal räumlich wie einen Trichter oder eine Pyramide vor und ein zweites Mal als Fläche. Beginnen wir mit dem Trichter. Von unten die Leichte aufbauen mit einem räumlichen Gefühl. Und dann mit dem Gefühl, Sie stehen eigentlich in einer Scheibe, in der dieses leichte Dreieck als zweidimensionale Fläche entsteht. Jetzt das schwere Dreieck, zuerst als räumliche Pyramide.
und dann als zweidimensionale Fläche. Den Unterschied, der ist äußerlich nicht sichtbar, aber innerlich baue ich eben einmal den Raum auf und jetzt gehe ich mit dem Bewusstsein ganz in die Fläche. Der Unterschied im Erleben und dass die zweidimensionale Fläche stärker empfunden wird in ihrer Wirkung oftmals, hat damit zu tun, dass wir hier Kräftesystemen auf der Spur sind, die in ihrem Wesen zweidimensional sind und mit ihren Flächen den Raum erst hervorbringen. Aus früheren Zeiten gibt es eine Gestaltmeditation, um diese zwei polaren Kräfte im eigenen Körper zu erleben. In der Eurythmie nennen wir diese Übung Licht strömt aufwärts, Schwere lastet abwärts. Bilden Sie zuerst das Lichtdreieck. Und jetzt, ohne mit den Händen am Körper entlang zu streifen, in Ihrer Fantasie vom Kopf nach unten gehend, die schwere Fläche, das schwere Dreieck. Spüren Sie, wie die beiden Flächen sich in Ihrem Körper überlappen, das Zentrum etwa im Sonnengeflecht bilden. Verbinden Sie in Ihrer Fantasie die Fingerspitzen miteinander und die Fußsohlen und spüren Sie vielleicht sogar einen leichten Strom in dieser Verbindung der Finger zu den anderen Fingern von links nach rechts und auch in der Verbindung der Füße ein leichter Strom von links nach rechts. Und jetzt gehen Sie mal mehr mit der Empfindung in die Empfindung des Lichtdreieckes, in die Empfindung des Schwere-Dreieckes, in die Empfindung der Durchdringung dieser beiden Dreiecke im Leib. Mal mehr das Lichtdreieck, Schwere-Dreieck, Gleichgewicht. Für unsere Lebensprozesse und für unsere Gesundheit müssen diese polaren Kräfte immer lebensvoll zusammenwirken. Nichts darf davonfliegen und nichts darf ganz der Schwere verfallen. Die Kraft, die das bewirkt, ist das O. Bei jedem O, ob Sie es wissen oder nicht, umarmen Sie diese beiden Kraftsysteme. Das obere System, das untere System, das menschliche System. Merken Sie, wie das O beides kennt, das Lichtdreieck und das schwere Dreieck und wie es eine Mitte hat.